call me out, why don't you laugh? Lift me up higher, above the clouds, won't you laugh? When the scenery is right, go right in. I wanna fall deep within. Don't leave me hanging, just cause I'm too proud. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Wie ihr sehen könnt, bin ich noch leicht verschlafen. Allerdings hatte ich eine richtig gute Nacht. Wie ihr sehen könnt, wir stehen hier nicht an einem mega epic Spot. Das ist einfach nur im Prinzip, keine Ahnung was das ist, ein riesengroßer Parkplatz oder eine Kiesgrube. Ich habe keine Ahnung, ich kann es euch mal kurz zeigen. Da stehen wir und so sieht es halt hier aus, ne? Aber ist auch gar nicht so schlimm. Und zwar hat das ganz einfach die Bewandtnis, nicht weil alle anderen Stellplätze voll sind und nicht weil es auf der Isle of Skye keine schöneren Parkplätze gibt. Nein, überhaupt nicht. Wir hätten tonnenweise richtig geile Plätze direkt am Wasser haben können. Allerdings die letzten Nächte, so die letzten vier ungefähr, haben wir kein Auge zugemacht, weil es durchgängig nur übelst geregnet und übelst gewindet hat am Meer. Und einem quasi gefühlt jede Nacht halb das Zelt zerlegt hat. Ihr kriegt einfach kein Auge zu, ihr schlaft einfach überhaupt nicht mehr ruhig, logischerweise wegen dem Zelt und wegen diesen Verschlüssen. Und deswegen haben wir uns entschieden, einfach bis ins Landesinnere reinzufahren, also quasi wirklich ins Landesinnere reinzufahren, uns irgendwo hinter einem Wald geschützt einen Platz zu suchen, damit wir mal wieder eine Nacht wirklich ruhig schlafen. Und es war, bin aufgewacht und habe gedacht, ich liege zu Hause in meinem Bett. Irgendwie ein, zwei Momente gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass ich nicht zu Hause in meinem Bett bin. Das war schon echt genial. Es war richtig schön warm mit der Standheizung. Wir haben richtig guten Windschuss gehabt durch den Wald und diesen Wall da hinten. Man hat den Wind rumpfeifen hören hier hinten irgendwo. Aber wir waren richtig gut geschützt. Und genau, wie geht's jetzt weiter? Im nächsten Schritt, Freunde, werden wir heute die Isle of Skye verlassen. Wir werden jetzt noch diesen zweiten Bogen noch zu Ende fahren. Wir werden uns das nochmal angucken und dann werden wir wieder weiter aufs Festland fahren. Es steht immer noch das große Ziel an, der Norden von Schottland, also der ganz nördlichste Punkt von Schottland. Und in Richtung diesen werden wir uns dann auch begeben jetzt langsam mal, weil so lange Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt noch eine gute Woche, ein bisschen mehr wie eine Woche und dann geht es auch für uns wieder zurück. Und genau. London steht noch an, Glasgow steht noch an und auch so ein paar andere kleine Ziele. Deswegen sollten wir uns jetzt mal so ein bisschen sputen. Aber ich kann euch sagen, die Isle of Skye ist richtig schön. Wir packen die ganze Karre zusammen, Freunde, und dann begeben wir uns wieder auf die Straße. Ihr könnt nicht jeden Tag mega Glück haben. So
so ist das Wetter, ihr könnt es halt einfach nicht beeinflussen. So, Wort zum Sonntag oder so ähnlich. Wir setzen uns jetzt ins Auto und fahren Richtung Norden. Hier stehen wir heute. Das war unser Schlafplatz heute Nacht. So. Sonnenaufgang. Ja. Ich bin nicht so der Frühaufsteher. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Aber wir haben heute noch ein bisschen Fahrt vor uns und wollen oben am nördlichsten Punkt sein, bevor die Sonne schon wieder untergeht. Deswegen sind wir heute noch ein bisschen früher aufgestanden. Es ist noch ziemlich dunkel. Aber wir richten uns jetzt und dann geht's ab die Bohne auf die Straße. Hier oben ist der nördlichste Punkt. Bis hierhin sind wir gestern noch gekommen. Hier so von jetzt, das sind ungefähr so roundabout 3 Stunden, die wir jetzt dann quasi wieder auf der Straße verbringen. Und dann sind wir endlich hier oben am nördlichsten Punkt. Schlecht wegen dem fetten Wind hier, aber ich denke mal, die Bilder sprechen für sich. Der epische Blick. Da steht unser Auto übrigens. Ja, kann man schon tatsächlich verstehen, was hier Menschen machen. Sieht schon nicht so hässlich aus. Oh. Aber wir sollten jetzt gleich ins Auto und weiterfahren, weil der nördlichste Punkt wartet auf uns. Juhu! Schlecht. Da ist dann, glaube ich, der nördlichste Punkt Schottlands. Zumindest vom Festland. Genau da werden wir uns jetzt hinbegeben. Ganz da vorne auf die Spitze. Aber wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir da sind. Es geht quasi auf die letzten Meter ans Ende der Welt. Also Schottlands Welt. Festland. Mensch, Festland. Weil wenn wir dann noch weiterfahren, sind wir im Wasser. Und wenn wir dann noch weiter schwimmen, dann kommen wir, glaube ich, auf die Orkney-Inseln.
glaube, wir haben es geschafft. So, Freunde, wir sind angekommen. Wir haben es geschafft. Unser Auto steht am nördlichsten Punkt von Schottland. Jetzt waren wir nicht nur am Nordkap, sondern auch am nördlichsten Punkt von Schottland. Ist das nicht mega cool, Freunde? Richtig, richtig cool. Ich würde sagen, wir parken unsere Karre jetzt mal so, wie es normale Menschen tun und nicht unbedingt wieder. Und dann laufen wir mal vor und gucken uns die Klippen an. Nach ca. 3000 Kilometern haben wir unser Ziel erreicht, Duncan's by Head. Wer diesen Punkt erreicht hat, kann von sich behaupten, die nördlichste Spitze des schottischen Festlandes besucht zu haben. 1924 wurde hier der bekannte Leuchtturm errichtet. Eine überwältigende Küstenlandschaft liegt hier einem zu Füßen. Doch meist ist es hier nebelverhangen oder man wird von starken Windböen heimgesucht. Bis zu 80 Meter stürzen die Klippen hier ins offene Meer herab. Nach einem kleinen Fußmarsch kann man die Felsformation Duncan's by Stacks erreichen. Diese erheben sich bis zu 60 Meter aus dem offenen Meer hervor. Auto ist wieder geparkt wie für normale Menschen. Und Schuhe sind auch umgezogen. Und jetzt würde ich sagen, bewegen wir uns mal nach ganz vorne. Weil da soll es nämlich richtig coole Klippen geben. Und das werden wir jetzt quasi mal gemeinsam auschecken. Friends. Bringt euch die richtigen Schuhe mit, Freunde. Flipflops sind nicht unbedingt die besten. Zu der Jahreszeit. Jetzt wird's unvernünftig. Ich hab da gerade so was gesehen. Ich zeig's euch gleich. Das gefällt mir wieder. Böse Pfütze. Alter Lachs. Ich weiß es nicht. Also guck mal, Freunde. Hier gibt es ein Seil. Und das geht da runter. Ich glaube, es ziehen wir durch. Abfahrt. Wir sind jetzt quasi nahezu unten. Und zwar, ich muss mal kurz. Da ist abgestiegen. Ich glaube, von hier sieht man es ein bisschen besser. Belohnt wird man dafür mit diesem Blick.